nach allem, was wir heute wissen, kann man sagen, es gibt weder Engel noch den Teufel. Und wenn Menschen die Symptome der Besessenheit zeigen, dann haben sie in aller Regel psychische Probleme. Herr Gruber, wenn jemand vom Teufel besessen ist, wenn er all diese Symptome zeigt, was ist das dann am ehesten? Eine klassische Schizophrenie. Und Schizophrenie ist es, wenn zwei Persönlichkeiten in einer Person im Gehirn wohnen und den Befehle geben? Das ist eine sogenannte multiple Persönlichkeit. Gibt es in Hollywood sehr oft, also besser gesagt in den Hollywood-Filmen, ist eine Störung, 50, 60 dokumentierte Fälle weltweit ever. Das heißt, wenn ein Psychiater sowas in seiner Ordination sitzen hat, den fesselt er, ruft die Kollegen an und verlangt Eintritt. Ja. Schizophrenie ist eine gespaltene Persönlichkeit, aber nicht, dass da mehrere Personen drinnen liegen. Gespalten bedeutet, die Person ist eine Zeit normal, dann hat sie ihren schizophrenen Schub und dann ist sie wieder normal. Also gespalten noch auf der Zeitachse. Und während der Schub ist, was passiert da? Bleuer hat es so definiert, eine Störung des Assoziierens. Stellen wir uns vor, Sie frühstücken, Buttersemmel und haben so einen Butterberg, also Butterberg, so ein kleines Butterstück auf dem Teller. Und also Butterberg hätte Ihnen zugetraut, aber glauben Sie mir, ich esse keine Buttersemmeln zum Frühstück. Die atmen Sie ein. Ja, Buttersemmel mit Butterflocken darauf. Was passiert, wenn man jetzt einen schizophrenen Schub hat währenddessen? Schauen wir uns mal an, was normal passiert. Stellen wir uns vor, Sie haben ein Stück Butter, streichen da was runter auf Semmel. Dann bleibt der Butter übrig. Diese Butter könnte ausschauen wie ein kleiner Dinosaurier. Sie werden sich dann denken, wenn Sie es in den Kühlschrank stellen, süß, kleiner Dinosaurier. Ein Schizophrener, für den schaut es nicht nur aus wie ein kleiner Dinosaurier. Wenn der den Kühlschrank aufmacht, sieht er einen echten Dinosaurier. Das heißt, der geht zum Kühlschrank, denkt sich, verdammt, schon wieder nichts eingekauft fürs Wochenende, macht auf und denkt, genug Dinosaurier da. Gemeinerweise schizophrene Personen können logisch denken, aber nicht in die richtige Richtung. Das heißt, sie halten sich selber für gesund und suchen nach einer Erklärung für die Phänomene, die ihnen unterlaufen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sozialisiert ist. Wenn man zum Beispiel im Süden von den USA, wo ja wirklich noch gebetet wird, wenn sie dort Schizophrenie haben, werden sie wahrscheinlich glauben, die Stimmen, die sie hören, dass die vom Teufel kommen. Im Norden der USA, da glauben sie eher, dass sie ferngesteuert werden von der CIA. Und in Europa? Brüssel, oder? Jetzt muss man sagen, dass Personen mit Schizophrenie normalerweise nicht gewalttätig werden. Also die sind genug beschäftigt mit den Dingen, die sie sehen und die sie hören. Aber wir hatten tatsächlich einen Fall, wo ein Herr an einer U-Bahn-Station eine Dame mit einem Messer attackiert hat. Ihr ist zum Glück nichts Dramatisches passiert. Und der fühlte sich verfolgt, ferngesteuert vom österreichischen Finanzamt. Und dann hat er eine Frau angestochen, warum? Weil sie Steuer zahlt und damit das Finanzsystem unterstützt. So läuft diese Störung des Assoziieren. Man bringt Dinge zusammen, die nicht zusammengehören, genau, und so setzt es, eine Aktion in der Hoffnung, dass das aufhört. Ja. Das ist Schizophrenie, aber wenn sich ein ehemaliger Finanzminister verfolgt fühlt, ist das nicht Schizophrenie, oder? Paranoia alleine ist noch nicht Schizophrenie. Allerdings, wenn dann irgendwelche Stimmen kommen, die sagen, wie attraktiv man ist, wie gut man ist, dann muss man sofort reagieren. Ist das dann tatsächlich behandelbar oder gar heilbar? Da muss man auf die Minuten die Person hernehmen, egal ob sie will oder nicht, ins Spital bringen. Eines der Symptome besteht darin, dass man glaubt, dass man gesund ist. Das heißt, man kann mit der Person diskutieren, so viel mal wie. Es bringt nichts. Wir haben jetzt die atypischen Antipsychotika.
die helfen irrsinnig gut. Zwei Tage nehmen wir und dann schaut die Welt schon wieder normal aus. Und man muss sie dann möglicherweise ein halbes Jahr nehmen, vielleicht, wenn man Pech hat, ein Jahr. Aber das hilft. Und wie lange? Also ein halbes Jahr, ja, haben wir gerade gesagt. Oder vielleicht ein Jahr, wenn man Pech hat, haben Sie auch gesagt. Ja. Wenn man das mit der Therapie zu spät beginnt, spätestens nach einem halben Jahr haben sich dieses gesamte Gedankengebilde eingebürgert und man hat Pech. Das heißt, das verändert das Gehirn auch? Die Schizophrenie brennt sich in das Gehirn ein, gerade im Frontallappen. Also das bringt man dann nicht mehr weg. Mhm. Was folgt dann mit den Leuten? Wir haben gerade bei männlichen Jugendlichen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Wo sie ja nicht mehr so jugendlich sind eigentlich. Die Skala verschiebt sich nach oben. Da ist es so, dass da dann Schizophrenie auftritt, dass man den Job verliert, die Partnerin verliert und das ist eine ganze Spirale, die losgetreten wird. Und wir können heute sagen, ein Drittel der klassischen Sandler haben eine Schizophrenie. Das restliche, also noch ein Drittel, Depressionen. Das heißt, das sind keine Menschen, die zum Trinken angefangen haben, dann irgendwann faul worden sind, sondern die meisten von ihnen haben ein massives psychisches Problem, brauchen Hilfe. Das kann man dann nach 6 Monaten noch immer behandeln? Oder man kann nach 6 Monaten nur noch die Symptome versuchen, in den Griff zu bekommen. Man kann es leider ursprünglich nicht mehr behandeln. Das ist einfach auf jeden Fall keine Besessenheit, wenn man das erkennt bei jemandem, keine Zeit verscheißen mit Exorzismus, Kleinkrankenhaus und echte Medizin. Ja. Danke vielmals, Herr Gruber.